Servus meine Freunde, ist wieder soweit. Wir spielen wieder eine Runde Weekend League. Mal gucken, wie diesmal wird. Ich hoffe, wir reagieren diesmal nicht ganz so aggressiv, wenn wir ein Gegentor kriegen. Aber ich kenne mich ja da, also ich bin da immer sehr emotional. Aber wir versuchen diesmal ein bisschen ruhig zu bleiben. Schauen wir mal rein ins Game, wie das wird. Ah, die Ping ist auch schon wieder super. Ist schon wieder Bombe. Sie können den Ball jetzt rein. Warum geht der denn da weg, Ronaldo? Ist der denn ganz sauber oder was? Das ist nicht für ein Quatsch. Nur noch der Torwart vor sich. Die Ecke kommt. Da sind sie im Da stand einer vor ihm und zwei Verteidiger standen dahinter noch. Und dann war noch der Torhüter da. Der macht trotzdem ein Tor. Könnte die Führung werden. Was sind denn das für Tore hier, Alter? Das muss der Ausgleich sein. Da ist er. Nun Neymar. Jetzt Ronaldo am Ball. Schuss für Mbappé. Da durchgekommen ist der Ball, ja. Huhuhuhu. Geil. War gefährlich, keine Frage. Er lässt den Gegner stehen. Gut, wie er den Ball abblockt. Deine Einschätzung, Uschi, was... Oh, Junge. Vorne jetzt die Balleroberung. Cristiano Ronaldo. Er zeigt vorne... Oh, Junge. Ich kann sagen, irgendwann muss da die Ding hier mal drin sein. Geht das schon raus? Alles klar, meine Freunde. Sehr schön. Damit stehen wir 2-1. Ah, so gefällt mir das. So gefällt mir das. Oh, Junge. Ja, war nice. Hat er schön gemacht. Klar. Ja, natürlich geht der dann nach unten. Ey, die gibt's doch ja nicht, Alter. Im Angriff jetzt Kylian Mbappé. Vielleicht der Ausgleich. Exzellentes Dribbling, klasse Szene. Da ist der Führungstreffer. Sie liegen vorne in diesem Spiel. Schönes Ding gewesen. Jetzt Neymar. Riesenchance Mbappé. Cristiano Ronaldo. Jetzt wird's gefährlich. Cristiano Ronaldo. Sie versuchen es. Kann man denn da so frei stehen? Ball ist erstmal wieder raus. Ja, energischer Vorstoß. Ein guter Doppelpass. Na, ah, jawoll, Junge. Jetzt können Sie den Deckel drauf fahren. Sehr schön. Aus, aber über die Schönheit des Spiels darfst du den Zug zum Tor nicht vernachlässigen. Gabriel Jesus. Ja, boah, Junge. Jesus durfte auch noch mal ran. Adama. Ronaldo. Ja, boah, Junge. Sehr schön. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Jetzt geht Neymar in die Offensive. Riesenchance Mbappé. Ben Yedder. Federico Valverde. Ball wieder zu Wissam Ben Yedder. Alter, stark gespielt. Ja, richtig stark gespielt, Alter. Und ich bin hier ohne abgelenkt worden durch mein verkacktes Telefon, Alter. Sehr schön, meine Freunde. Damit haben wir jetzt 4 Spiele gewonnen, 1 verloren. Wir starten dieses Wochenende richtig geil rein in der Weekend League. Dazwischen und verhindert so eine Torgelegenheit. Oh, das könnte was werden. Und Jesus! Er geht energisch dazwischen. Stark gemacht, das könnte was werden. Naja. Die Rowe ist jetzt in der Vorwärtsbewegung. Spielt den Ball. Der hat natürlich abgepfiffen. Bleibt Sieger in diesem Zweikampf. Kanté, Alter, was eine Granate.
Mit links auch noch. Schießt nur noch mit links mit Kanté. Schönen Abschluss haben wir gemacht mit Kanté, sein geiles Tor. Fand ich sehr nice. Gucken wir uns sofort nochmal an. Das war wirklich nice gewesen. Ich verstehe das manchmal nicht. Also manchmal hauen die eine Dinger raus, ja. Vor allem mit links, Alter. Der Freistoß war auch so geplant gewesen. Der Übersteiger auch. Und dann zieht der einfach ab und knallt das Ding da mit links in der Ecke drin. Komm, da kriegst du gleich 2 Verträge für das geile Tor. Kriegst gleich 2-mal Verträge. Hast du 70 Verträge recht aus. Oh ja, das wird wieder ein bisschen anstrengender, glaube ich, meine Freunde. Hallo und willkommen. Ja, mal gucken. Kommt ja auch immer ein bisschen auf den Gegner drauf an, ja, wie er so ist. Aber das sieht auf jeden Fall erstmal ein bisschen anstrengender aus vom Team her. Ach, geht bloß nicht ran da. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Klasse 1er Tor. Da zieht er ganz genau in den Pfosten und drin. Ey, das war nicht mal ein richtiger Schuss gewesen eben gerade. Schön dazwischen gegangen. Die Rovers mit einem Angriff. Oh, Mann, Junge, war das eine Granate von Jesus. Ah, ich glaube, das war natürlich kein guter Pass. Sie können jetzt flanken. Neymar. Ein guter Doppelpass. Das könnte die Führung geben. Und hier erzielt der nigerianische Mittelfeld. Wieder raus. Tatsache. Alles klar, der hatte auch seine 2 Chancen gehabt. Ich meine, sein Tor war jetzt, da können wir uns mal angucken. So ein, ich weiß nicht, ob der abgefälscht war, aber das sah total komisch aus, sein Tor. Ja. Handspiel, Leute. Und da gibt es keinen Elfmeter oder was? Unabsichtlich war natürlich. Schutzhand nennt man sowas, ne? Und dadurch, dass das Ding drin gegangen, wollte ich da sagen. Das war ein totaler Kackschuss, aber naja, ist ja, der ist ja jetzt eh rausgegangen. Oh! Was? Na gut, heißt ja nicht immer, dass er dann das einer ist, der dann wirklich spielen kann, ja? Also wenn das einer ist, der spielen kann, dann habe ich keine Chance. Spieler, von dem dürfen wir auch weiter viel erwarten. Er ist der beste Torschütze dieses FUT. Naja! Guter Vorstoß da jetzt. Schön von der Bene geholt. Und? Rote? Oder gelb? Eigentlich nur gelb, ne? Aber wir können ja nochmal, oh Kotscher, wollen wir mal Torwart-Ecke machen hier? Kotscher kann das doch eigentlich, oder? Ah, hohoho, Mann, Junge, da hat mir doch fast eine Hose gepullert. War das Ding geil? Schwitzer-Team. Gabriel Jesus. Die Rovers mit einem Angriff. Alter, komm, das war noch mal ein quer rübergelegter Pass. Das kann doch ja nicht sein, dass da denn sowas passiert oder was. Shagla Suyunchi. Walker. Und das ist wieder mal Kanté in dieser Situation. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Gut durchgesetzt, gefährlich. Ganz spannende Szene. Jetzt kannst du abhauen. Ja, das war ein nice Team. Natürlich hervorragend dazwischen, wichtig. Er spielt steil. Neymar. Ah, ärgerlich, Ballverlust. Gabriel Jesus. Jawohl, Junge, sehr schön. Nochmal kurz angenommen den Ball, bevor ich in den Tor schieße. Ball ist bei Mbappé. Ball ist unterwegs. Mann, ey! Achraf Hakimi. Also, wenn ich an den Ball rankomme, wie kann er denn den Ball kriegen? Das ist ja total bescheuert, Alter. Ja, na klar, und dann passiert natürlich sowas. Natürlich, auf dem kurzen Pfosten, auf Torwarthöhe, schießt er den einfach hin. Charlie. Chance zur Führung. Tor. Und jetzt liegen sie hier vorne. Wem willst du denn das erzählen? Was sich noch tut. Kylian Mbappé Lothar. Und den. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Vielleicht die Führung jetzt. Nachspielzeit wird angezeigt. 1 Minute. Guter Steilpass hier. Spielt den Ball. Damit haben wir die Finals abgeschlossen, meine Freunde. Jetzt kommen wir zu den
angenehmen Sachen, ja, wo wir uns nicht mehr so anstrengen müssen. Gucken wir uns erstmal gleich die Champions-Spieler an. Wir fangen mal in der Mitte an diesmal, wa? Ja, Baumgartner, Traoré. Ja, Traoré kann ich eigentlich brauchen, ne? Baumgartner ist auch ganz cool. Simeone, ja, Castells. Sehr schön. Süle. Schon wieder mal. Wir knallen jetzt gleich einen raus. Team of the Week, meine Freunde. Mal gucken. Einzel, der zählt, ist eigentlich MAP. Ein anderer zählt eigentlich auch nicht. Schauen wir mal, ob er bei ist. Nee, das sieht nach Süle aus. Ja, okay. Naja, ja, mein Gott. Ist halt kein Süle gezogen, ja. Müll. Müll. Jo, das sieht schon mal ganz nice aus. Portugal. ZOM. Manchester. Bruno Fernandes. Ja, habe ich vorher auch mal gehabt. Ganz am Anfang hatte ich mir den mal gekauft. Da hat er doch richtig viel Kohle gekostet. Ich glaube, 130.000 oder so habe ich für den bezahlt. Gut, meine Freunde, das war's gewesen von der FIFA 22 Weekend League von mir. Wie gesagt, nicht ganz das Ziel erreicht, was ich mir am Anfang gesteckt hatte. Wir sind ja richtig gut reingestartet. Mit 5-2, glaube ich, sind wir reingestartet in die ersten Spiele. Ganz cool gewesen eigentlich, aber dann hat das irgendwie nicht mehr so ganz hingehauen. Ist nicht so schlimm. Packs waren diesmal auch eigentlich Müll. War diesmal ja nicht so gut. Aber wie gesagt, man kann nicht alles haben, ne? Ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder, meine Freunde. Bis dahin, macht es gut.